Es ist sein erster Sieg in der aktuellen Speedway-Saison. Emil Seyfutinov fuhr seinen Kontrahenten im schwedischen Halstavik davon und dominierte das Grand Prix-Finale am Abend. Der 29-jährige Russe führt mit seinem Sieg nun die Meisterschaft an. Verfolgt wird im Ranking allerdings von Patrick Dudek und Leon Madsen, die beide ebenfalls bei 47 Punkten liegen. Seyfutinov schoss in Schweden mit weitem Abstand durchs Ziel. Auf dem zweiten Platz landete Martin Waciulik aus der Slowakei, gefolgt vom Polen Maciej Janowski auf Platz 3. Der Australier Max Frick verpasste das Siegerpodest.